Hi, ich bin Jan. Ich freue mich, dass ihr bei der Fitness Challenge gemeinsam mit Porsche Design, GQ und Kult dabei seid. Vielen Dank auch nochmal an Porsche Design, dass ihr uns mit sportlichen Outfits ausgestattet habt. Die werden wir dann direkt auch mal auf ihre Funktionalität testen. Was bedeutet das für euch? Wir können eine Woche lang gemeinsam trainieren. Das heißt, wir werden jeden Tag lang ein neues Workout für euch hochladen, das ihr ganz bequem von zu Hause aus mitmachen könnt. Dazu braucht ihr auch gar nicht viel, außer eine Matte, heute bei mir ein Handtuch und natürlich euch selbst. Beginnen werden wir mit den Themen mentale Stärke und Mobility, um uns auch so ein bisschen auf die Woche einzustimmen. Morgen wird Dennis dann für euch da sein mit einem Brust- und Schulter-Workout. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr und let's do it! So, bevor wir mit unserem Workout beginnen, möchte ich nochmal ganz kurz auf das Thema mentale Stärke, mentale Verfassung eingehen. Nicht alle können sich unter mental vielleicht etwas vorstellen. Klar, wir haben eine Idee im Kopf, es hat irgendwas mit Denkprozessen zu tun, aber was genau bedeutet das? Mental bedeutet nichts anderes als unseren Verstand, unseren Geist betreffend. Und ja, mentale Stärke soll uns dabei helfen, einfach Motivation zu zeigen, mehr Energie und Ausdauer für das Erreichen unserer Ziele aufzubringen, aber auch einfach mal negative Gewohnheiten oder Eigenschaften hinter uns zu lassen, sprich sich auch länger auf eine Sache oder einige Dinge zu konzentrieren, zu fokussieren und sich auch nicht immer so leicht ablenken zu lassen. Das ist nicht unbedingt nur auf Sport bezogen, sondern auch auf alle Lebensthemen bzw. alle Lebensbereiche. Momentan befinden wir uns ja schon in einer Ausnahmesituation. Da fällt mir in dem Zusammenhang auch immer das Wort Stress oder Stressreduktion ein. Das bedeutet, okay, die Situation jetzt gerade stellt uns vor extreme Herausforderungen. Wir können nicht mehr unseren Dingen nachgehen, wie wir es immer wollen. Einfach frei sein, uns frei bewegen können. Und viele Menschen versetzt das einfach in eine Stresssituation, auch geprägt von Unsicherheit und dieser Ungewohntheit der Situation. Und insbesondere dann ist es einfach wichtig, dass wir uns auch mal vor Augen halten, hey, was ist mir eigentlich wichtig und was sind meine Stärken? Und genau das muss man dann auch fördern. Denn nur wenn wir das schaffen, können wir auch anderen helfen bzw. für andere da sein. Was bedeutet das jetzt? Okay, ihr sollt jetzt nicht nur noch auf euch gucken und egoistisch und gleichgültig durch die Weltgeschichte laufen, aber ihr sollt einfach ein bisschen proaktiv gelassener werden. Sprich, euch selbst entspannen, um dadurch wieder andere zu inspirieren, aber auch anderen zu helfen. Was bedeutet das konkret oder warum sollte man das tun? Naja, stellt euch selbst mal die Frage, wenn ihr in eurer besten Verfassung seid, wer hätte dann mehr von euch? Das heißt, wer profitiert vielleicht sogar von euch? Wem könnt ihr damit helfen, einfach gut drauf zu sein, positives Mindset zu haben? Das sind Fragen, die ihr euch selbst einfach mal stellen könnt. Und wenn ihr die Antwort findet, umso besser. Mir hat es extrem geholfen festzustellen, hey, wenn ich gut drauf bin, kann ich meiner Familie, meinen Freunden, aber auch fremden Menschen einfach mehr Energie von mir abgeben und ihnen helfen, auch durch diese schwierige Situation zu kommen. Das kann in Form von Workouts sein, aber auch einfach nur Gesprächen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr da einfach bei euch selbst auch ein bisschen bleibt und sucht. Denn meistens kommt auch die Motivation beim Tun und die Energie entsteht dadurch, dass man in Interaktion mit anderen Menschen einfach ist und ihnen das Gefühl gibt, für sie da zu sein. Nehmt es einfach mal als Impuls mit. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen näher bringen, dass für mich einfach die mentale Ebene extrem wichtig ist, vor allem auch dann, wie wir jetzt gleich sehen werden, in Kombination mit körperlicher Aktivität, denn das eine unterstützt das andere und auch umgekehrt. Und ja, ich freue mich gemeinsam jetzt das Mobility Workout mit euch zu machen, um den Kopf einfach auch ein bisschen auszuschalten und uns zu bewegen. So, ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam unser Mobility Workout umsetzen können. Aber was bedeutet überhaupt Mobility oder Mobilität? Das ist einfach die Fähigkeit, sich wirklich frei zu bewegen bzw. sich bewegen zu lassen. Und daran wollen wir heute ein bisschen arbeiten bzw. zeige ich euch 5 Übungen, die ihr auch gerne mit in eurer Trainingsroutine oder Alltag integrieren könnt.
Und wir werden jetzt 3 Runden, a 60 Sekunden davon machen. Achtet auf meine Bewegungsführung, aber auch auf meine Körperhaltung, damit ich gar nicht so viel erklären muss. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Für die erste Übung brauchen wir unser Handtuch. Das nehmen wir. Ja, so ein bisschen breiter als schulterbreit oder noch weiter auseinander. Wir stellen uns ganz leicht gebeugt hin, kurz angespannt und wir mobilisieren die Schulter von vorne nach hinten. Kopf ist gerade, Blick nach vorne gerichtet. Das machen wir 1 Minute lang. Gut, schüttelt die Arme kurz ein bisschen aus. Achtet wirklich darauf, dass ihr die Schulter mobilisiert, sprich der Core ist angespannt. Wir bilden kein Hohlkreuz. Wir stehen im schulterbreit leicht gebeugten Stand. Macht euch fertig für die nächste Runde. Entspannen, Arme ausschütteln. Jetzt die letzte Runde. Gut, entspannt euch kurz, Schultern ausschütteln, Arme ausschütteln. Für die nächste Übung gehen wir in unsere Ausgangsposition. Das heißt, unsere Zehen sind hinten auf dem Boden, unsere Ferse so nah wie möglich an der Matte, beziehungsweise die Beine sind durchgestreckt. Kopf ist zwischen den Schultern. Bewegen uns immer nach vorne. Und das eine Bein mit und das andere. Und das machen wir 1 Minute.
Fuß kurz entspannen, Arm ausschütteln, kurz Luft holen. Und dann die nächste Runde. Kurz entspannen, das ausschütteln. Und die letzte Runde. Aus, schüttelt euch jetzt aus. Für die nächste Übung bringen wir unsere Füße hinten zusammen, gehen auf die Zehenspitzen, bringen unser Gesäß auf die Ferse, schieben die Arme nach vorne, sobald es geht nach unten, vielleicht berühren wir mit der Stirn schon die Matte. Dann schieben wir uns nach vorne. Gehen uns drauf. Versucht ruhig zu atmen, versucht die Bewegung in eurem Tempo zu machen.
und dann die letzte Runde. Gut. Zwei Übungen noch. Für die nächste Übung gehen wir in den High Plank. Schultern sind ungefähr über den Handgelenken. Core ist angespannt, wir bilden eine gerade Linie. Jetzt machen wir einen Cross-Step nach hinten. Wenn ihr uns auf, schieben die Hüfte nach oben. Pause, Arm ausschütteln. Kurz was trinken, wenn ihr das da habt. Und dann die nächste Runde. Ausgangsposition. Schiebt die Hüfte nach oben. Ausschütteln und die nächste Runde, die letzte. Und let's go. Gut, kurz entspannen.
zur letzten Übung. Dazu gehen wir wieder in den Halbplank. Und rotieren jetzt mit dem unteren Bein nach außen. Stehen quasi auf einem Bein, auf einem Arm. Das machen wir möglichst dynamisch. Halte über die Balance. Achtet auf die Koordination. Sprich, führt die Übung schön langsam aus. Mobilisiert eure Schulter, schult die Koordination. Euer Bauch muss arbeiten. Aus, mit die Arme, streckt euch mal zusammen. Und dann haben wir es schon geschafft. So, ich bin etwas außer Puste, also für mich war das auch anstrengend, ich hoffe für euch genauso, aber in erster Linie fühle ich mich jetzt wirklich gut und schön durchbewegt, der ganze Körper. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was davon mitnehmen, ihr konntet die Bewegung auch nachmachen bzw. so ein bisschen nachempfinden. Je öfter man diese Übungen macht, desto besser und routinierter wird man darin. Sprich, ja, probiert das immer mal wieder zu integrieren, es wird euch nur helfen, auch euch zu stabilisieren im Körper und einzelne Gelenke und einzelne Bereiche auch zu mobilisieren. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und morgen wartet, wie gesagt, Dennis mit einem
Brust-Schulter-Workout auf euch. Dann seid ihr auf jeden Fall schön mobil in der Schulter. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß die ganze Woche. Und bleibt dran, bleibt aktiv und bleibt gesund. Bis bald!